Da draußen muss er doch sein, ein Mann, mein Held, für mich ganz allein. Da draußen. Naja, also ich habe bei der Ouvertüre versucht, was auch schon Richard Wagner sehr oft gemacht hat, dass er quasi in der Ouvertüre das Stück etwas vorwegnimmt, also den Anfang und aber auch das Ende zeichnet von Jack. Und das finden wir auch beim Lohengrin oder beim Holländer in der Ouvertüre bei Wagner. Und da habe ich mich orientiert. Und bei Jack the Ripper Ouvertüre war es einfach so, dass ich versucht habe, die Irish Folk Fiddle Violine zu featuren als Instrument von Jack. Ja, die Bedrohung, aber auch die Verführung durch die Violine. Und im Hintergrund läuft also ein Percussion-Rhythmus. Naja, alle suchen nur das Glück ist einer der zentralen Songs von Jack the Ripper, weil es geht hier nicht nur um einen Killer, sondern es geht eigentlich um die Sehnsucht nach einem besseren Leben oder nach einem anderen Leben. Und alle suchen nach einem Glück ist deswegen sehr wichtig für das ganze Stück, weil ich habe mir auch gedacht, ich arbeite mit dem Streicherklangkörper auf die Art und Weise, so wie ich es beim Maler Adagietto zum Beispiel kenne. Der Ton bleibt schon allein 2 Minuten stehen bei einem Streicher. Mehr wollen wir noch nicht verraten. Ja, bei You Reap What You Sow ist im Grunde genommen, das ist ein super Exempel dabei, was bei Jack the Ripper passiert, nämlich dass sich diese folkloristischen Klänge, wie zum Beispiel also Honky Tonk oder Bananonia, und danach muss ich jetzt die Gitarre nehmen, kommt dann irgendwann der Gitarrenriff rein. Und das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Ganz einfach. Storytelling und nochmal Storytelling. Ich will nicht irgendwie klingen wie irgendjemand sonst. Also versuche ich meine eigenen Farben zu mischen, die quasi meinen Sound geben. Und ich muss nicht jedem gefallen. Aber für mich gibt es entweder heiß oder kalt, lauwarm ist langweilig. Also wir haben bestimmt nicht, was mir irgendwie gesagt wird, ihr macht Jack the Ripper zum Held, das ist völliger Blödsinn. Jack the Ripper ist eine ganz andere Geschichte, die da erzählt wird, das hat das mit der Zeit zu tun. Ist ja eine wahre Geschichte und das ist zwar die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Und natürlich auch die Angst vor dem Fremden und das, was heute auch passiert, Bürgerwehr und so, diese ganzen Sachen. Die Geschichte wiederholt sich immer wieder und natürlich, was ganz aktuell ist, die Zeiten der Pandemie, weil zu der Zeit kam die Pest.